So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Aufwerten von Sonnstein auf Stufe 4. Wir müssen so wahrscheinlich mindestens zweimal fahren, wenn nicht sogar dreimal. Ich hoffe, dass wir so häufig fahren müssen. Und ich habe hier so einen kleinen Besowski vor mir. Ihr habt das in der letzten Folge noch gesehen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Bus Simulator 21. Ja, ihr habt leider noch einen kleinen Megahammer verpasst. Und zwar ist die Aufgabe, die ganz große Aufgabe dieser Mission, die heißt Shopping Tour. Auf der waren wir nämlich in der letzten Folge. Wir haben Busse verkauft, wir haben Busse eingekauft. Wir haben jetzt insgesamt 6 Busse. Nur noch 6 Busse. Wir hatten, glaube ich, 8 oder so. Wir müssen aber 10 G-Busse kaufen. Wir müssen ohne Ende 10 Busse kaufen. Wir brauchen insgesamt 15 Stück im Fuhrpark. Ergo, wir brauchen Geld. Ich kann meine Fahrkarte nirgends finden. Na, ich gehe gleich dazu. Ich muss kurz drücken. So. So, da hinten ist noch ein Rollstuhlfahrer, der rein möchte. Man sieht die beiden Spiegel, von daher ist der Vorteil. So. Kannst du raus, kommt mal wieder rein und weiter geht die Reise. Ja, wir müssen, wie ihr seht, da ist ein bisschen was da. Besitzer 15 10 G-Busse. Wir müssen nebenbei noch die Hochstufe von Sonnstein gut, das ist auch von der Kollegin, das braucht schon. Und ich lasse mich ungern an der alten Schnell so überholen. Ja. Ich bin mal wieder da dran, wo wir eigentlich in den letzten Folgen größtenteils dran waren, nämlich Aufwerten von Sonnenschein. Wir haben das ganze Ding vorher auf 3. In der letzten Folge von Winter der Leidenschaft haben sie so eine tolle Insel gezeigt, da muss ich hinfliegen. Ja, schön für dich. Ich hasse das, wenn man so reinquatscht. Aber ist halt so. Was haben wir gemacht? Genau, Sonnenschein auf die Stufe 3 aufgewertet, von 0 auf. Genau, und jetzt fahren wir tatsächlich das ganze Ding nochmal. Wir müssen sie auf 4 jetzt aufwerten. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem wäre, das Geld schaffen zu sein, die Busse einzukaufen. Ich verstehe nicht, wieso es so gibt. Warum sie nicht gesagt haben, 5 reichen. Nein, es müssen 5 10 Busse sein, die wir zusammen brauchen. Alles 10G. Und hier geht es eigentlich mehr oder weniger fast um die Elektroantriebe. Jetzt komme ich bestimmt danach in die Mission aufkaufen, aber 15 Elektrobusse. Ja, gut, okay, dann hätten wir zumindest kein Kapital, weil dann könnte man nämlich die Busse verkaufen wieder und neue Busse einkaufen. Also, dieses geht wahrscheinlich momentan gerade so ein bisschen hier. Ja. Ja, wir müssen weitermachen. Bis jetzt können wir uns aufwerten. Aber wir brauchen viel, viel Geld. Wir brauchen jetzt noch ca. 3 Millionen, die wir haben am Ende. Die müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir die zusammenkriegen. Warum du nicht an der letzten Haltestelle ausgestiegen bist, verstehe ich sowieso nicht. Ey, da steigt doch nicht jemand aus. Ja, schön. Wir sind im Spiegel, da ist niemand ausgestiegen. Aber gut, wir müssen durch. Wir gehen zum Let's Player. Und es ist halt leider so. Ich weiß gar nicht, ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt mit Echtgeld Geld kaufen könnte, um das Ganze zu beschleunigen. Theoretisch könnte man sagen, ja, wir kaufen jetzt dann mit ein bisschen Echtmoney ein bisschen Geld. Wir brauchen 3-4 Millionen. Und dann müsste das theoretisch gehen. Ich weiß es halt nicht. Es tut mir leid. Falls ihr das wisst, ja, könnt ihr gerne gucken. Ich müsste jetzt ein bisschen mal mit Zorn gucken. Ich guck mal nach der Folge. Weil wenn ich das schaffen würde, wenn das super, wenn das gehen würde, wäre das toll. Ja, es wäre natürlich wieder ein bisschen echt mal, die was reinhauen würde, aber ich probiere eventuell zu sagen, ja komm, scheiß drauf und dann die Kohle dafür das Geld, die Busse und die Mission einfach ein bisschen zu beschleunigen. Weil bis du 3-4 Millionen jetzt zusammenbekommst, das ist viel Geld. Das ist arsch viel Geld, die wir da zusammenfahren müssen. Wir haben auf dem anderen Account 7-8 Millionen, da hatte ich gesagt, ja, ich überlege gerade, ob ich die nicht einfach unter einen anderen Account kaufen soll und dann wäre das okay gewesen. Nein, es geht nicht, es muss tatsächlich hier sein. So. Hallo. Was haben wir denn überhaupt gerade? Eine falsche Haltestelle gehalten? Habe ich ja eine falsche Haltestelle gehalten? 16.000, ihr seht gerade, wir verdienen noch nicht viel. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Sie heißt Mirzi.
finde das sogar noch lustig. Wie gesagt, ich bin ja tatsächlich wirklich ein Wheeler-Busfahrer, dass auch keine auf die Idee gekommen ist, mir das Ding wirklich vor die Nase zu halten. Mit dem Bildchen zu zeigen von der Katze. Guck mal, das ist meine Katze, die heißt Mauzi. Ich habe zwar keine Fahrkarte, aber dieses Bild. Das ist auch keine auf die Idee gekommen. Ich glaube, weiß nicht, ob da so viele Leute tatsächlich den Bus-Monitor spielen. Keine Ahnung. So, wieder mal sei. Ja. Nächste Haltestelle ist die Unterstadt für Sonnstein. Wir müssen jetzt, wie gesagt, weiterhin viel, viel fahren. Es ist leider einfach so. Jede Haltestelle, die auf so viel geht, wäre super. Die schmeißt man dann noch direkt raus, dann habe ich allzu viele Haltestellen. Und hier die zwei Weststadt. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei Wachowski Industries für eine Stelle als Entwickler. Lass mich raten, du hast den Job. Und dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Wie war das noch gleich? Gruyère. Ach stimmt, es war Gruyère. So, Rollstuhlfahrer raus. Bin schon dran. Wir stehen eigentlich viel zu weit weg von der Haltestelle, muss ich sagen. Einfache Fahrt, bitte. Ja, bitte. Machen wir so. Warte mal. Nein, jetzt ist einer. Warum? Sowieso ein bisschen vorbereiten. Nächste Woche fällt man wieder weg. Bis aufnehmen. Ja, so ein Unter geht einfach Fahrkarte. Keiner mehr? Okay. Ist der rote Fahrer jetzt eingestiegen? Ja. Hoffentlich. Da wir ein bisschen Luft haben, machen wir mal kurz eine Fahrkartenkontrolle. Die Flugzeuge fliegen mir definitiv zu niedrig. Ach, Mimi, Mimi. Oh, jawohl. Ich muss sie verloren haben. Ich hätte den Bus fast verpasst und habe dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Noch eine. Alter, wie viel haben wir denn jetzt gerade? Schon vier Stück in einfach kurz. Allein nur die linke Seite? Fünf. Nochmal sechs. Alter, was ist hier los? Letztes Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. Gut, der Rollstuhlfahrer ist raus. Und komm, jetzt noch einer. Der doch, komm. Augen, sehen. Blick da. Hier, bitte. Gut. Alter, wie viele haben wir denn schon da? Das waren jetzt mal kurz, das heißt leider 4-5 Stück, ey. Die Leertaste. Okay, hinter ist noch die Tür zu. Ah, das ist doch ein Eigerpad. Hier, du. Du bist aber schnell eingeschlafen, ich bin gerade kontrolliert. Okay, das waren jetzt mal fix ein paar Fahrgäste, die unbedingt eingeschlafen sind. Die ohne Fahrkarte unterwegs waren. So rum war's. Großeltern bei La Nonna Doris Pizza. Das hat ihnen sehr gefallen. Ja, das werde ich heute nicht alles in einer Aufnahmesession schaffen. Das ist definitiv klar. Ich habe heute auch nur ein bisschen begrenzt Zeit. Ich muss heute noch arbeiten. Daher ist das so, dass ich nicht unbedingt noch viel aufnehmen kann. Ich werde jetzt über die Tage ein bisschen was aufnehmen, ein bisschen vorbereiten. Wie gesagt, da das nächste Wochenende meine Eltern zu Besuch kommen, werde ich nicht dazu kommen, aufzunehmen. Ja, deswegen versuche ich jetzt gerade so ein bisschen vorzumachen. FIFA ist ja schon so weit durch bis einschließlich Sonntag. Der Bus-Simulator kommt jetzt so nach und nach. Heute ist ja Freitag. Gut, FIFA, ich werde am Wochenende sowieso ein bisschen aufnehmen können. Ich werde am Samstag ein bisschen FIFA aufnehmen. Dann nochmal ein bisschen Sonntag, ein bisschen Bus-Simulator. Naja, das Bremsen ist halt, ich habe die Bremsen nur ein bisschen angetippt. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Ja, selber schuld. Ich bin zwar mein Werk davon entfernt, fit zu sein, das liegt aber auch daran, dass ich halt Schichten habe, die bis nach Mitternacht gehen. Und dementsprechend. Aber ich habe eigentlich relativ. Gut, 8-9 Stunden geschlafen, wenn es geht. Also 8 Stunden waren es, glaube ich, noch 2 bin ich ins Bett. Bis 10. Das ist ja meistens so, dass ich bis 10 schlafe. So. Das wäre nicht die perfekte Parkposition. Ja, zweimal müssen wir sozusagen überfahren.
Vermute ich zumindest. So. Ist mir keiner mit? Ich muss mal gerade gucken, ob es beim Bus immer tatsächlich Möglichkeiten gibt. Auto 21. Oh, Fahrgast kontrolliert und blockiert die Tür. Ja. Ich liebe solche Leute. Raus mit dir. Das war keine Absicht. Das war einfach nur gespielt. Aber okay, Dankeschön. Das soll mir recht sein. Alle Funds. So, fahren wir rein. Schön pünktlich von der Haltestelle weg. Mein letzter Flug war furchtbar. Nach 6 Stunden sagte der Pilot, wir müssen umkehren und zurückfliegen. Krass. Das ist schon happy. Wenn du in den Urlaub fliegen willst, freut sich drauf, 6 Stunden geflogen bist, so blöd, ja, wir fliegen zurück zum Startort. Warum? Na gut, was heißt warum? Es gibt immer solche. Wird immer wichtige Gründe sein. So, mal mit da rein, damit wir nicht hier zu schnell sind, damit wir nicht wieder mal geblitzt werden. Das haben wir nämlich auch schon ein paar Mal geschafft. Allerdings, ich glaube, bisher noch nicht. Doch hier haben wir es auch schon geschafft, klar. Es gibt ja schon Missionen, die fahren innerhalb von wenigen Minuten. So zu 4 Minuten. Oh, das Thema mit den Bussen, das wird uns noch so beschäftigen. Das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Wir müssen immer noch fahren. Ich weiß gar nicht, ich muss gucken, wo ich die. Ich werde wahrscheinlich die Elberroute fahren, die wir da aufgebaut haben. Weil die Potenzial für die meisten Kohle hat. Die wird wahrscheinlich die meiste Kohle bringen. Das heißt, sie hat ja zwischen 15.000 und 35.000. Wenn die regelmäßig, wenn du die 10 Mal fährst, hast du dann 350.000. Ja gut, die musst du gefühlt 100 Mal fahren, damit du die Kohle zusammen kriegst, ne? Aber jeder Bus dazu. Naja, ah wie mal sagen, wir kriegen es irgendwie schon hin, es wird eine Weile dauern, das ist ganz klar. Ernsthaft? Wo war dein Fußgänger? Ah, scheiße, 20.000 kassiert, verloren. Wie so eine Scheiße. Habe ich denn der Fuß? Oh, da kommen wir rüber. So. Kurz gucken. Ja. Ich hasse sowas. Hab ich denn deinen Fußgänger verloren? Überfahren. Warte mal kurz. Habe ich die Kohle jetzt echt verloren? 150.000, ja, es geht. Wir verdienen ein bisschen Geld dazu. Ja. So, nächste Haltestelle ist hier vorne. Das ist sogar schon die letzte. Ja, doch, das ist. Ist das schon die letzte Haltestelle? Ne, da fehlt noch. Vor ganz anderen fehlt noch welche. Die Kellerstraße, ja. Kellergasse. So, jetzt fahren wir zumindest fahren. So, jetzt verdienen wir ein bisschen Geld. Sind nur Buspacks. Es sind leider nur Buspacks. Also ich habe jetzt nebenbei gucke ich gerade ein bisschen nach, ob es hier tatsächlich möglich gibt, das Geld zu scheffeln. Aber nein, es gibt es nicht. Kellergasse. So, weiter geht's. Also du kannst keinen mit echt Geld kein In-Game-Money kaufen. Das ist tatsächlich nicht so möglich wie bei GTA zum Beispiel, wo es da gehen würde. Aber wie gesagt, da gibt es auch nicht solche Missionen. Ich verstehe sowieso nicht, wieso das so krass auf einmal so Missionen gibt hier.
So, jetzt fahren wir zum Sonnleitner Hof. Da haben wir ca. 8 Minuten Zeit. Da werden wir dann auf jeden Fall, wenn wir da nochmal Luft haben, eine Fahrkartenkontrolle machen. So gut ist ja bei weitem noch nicht beendet. Wir haben ja noch 2 Haltestellen. Aber nicht da unten, ne? Oder ist das richtig? Ich finde das immer witzig, der Stein, der da oben ist. Seht ihr das? Da ist ein Stein mitten in der Luft. Das ist manchmal witzig bei diesen Simulatoren, was da teilweise für Dinger ankommen, aber das ist geil. Ich weiß nicht, ob die das hinbekommen haben. Aber ich glaube, da ist einfach die Textur noch nicht geladen. Ich glaube, dass der irgendwo eigentlich ein bisschen höher geht, der Felsen. Aber wir haben ja die mega tolle Alpha Wall in an dem Planetarium. Das ist hier eigentlich die letzte Haltestelle. Warum ich die nicht geändert? Wir müssen jetzt hier die Haltestelle, das ist ja die Endhaltestelle, die wir hier gerade vorbeigefahren sind. Oh, jetzt hoffst du. So, checkt jetzt diesmal aus oder ist er wieder. Ist es geil. Ein Fahrgast muss aussteigen. Steigt keiner aus. Und dann steigt keiner aus. So. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir nicht mal nach Sonnenschein zurück müssen, wegen dem Thema Aufwertung. Aber doch, ziemlich direkt mit der nächsten Mission heißt es, wer hat jetzt Sonnenschein auf Stufe 4 auf? Das heißt, wir müssen zumindest zweimal fahren. Ich wollte, dass nicht doch ein Bus unterwegs ist. Ah gut, ich habe ja Bus verkauft. Die Frage ist, komme ich da jetzt vorbei? Wenn er mich gerade ein bisschen aufhält. Oh, apropos Buskollege. Ich habe eigentlich Limiter sogar drin. Upsi. Liebe Leute, macht das niemals. So, ich hatte eigentlich damit nicht gerechnet, dass jetzt noch Kollegin kommt. Ich sag gerade noch, bist du hier in den Bus gekommen? Ah, wir haben ja verkauft. Da kommt der Moment, kommt der wirklich entgegen. Okay, nett. Nice. Aber das ist gut, dass der mitkommt, dass der quasi uns beim Aufwerten wird, weil ich schaffe es sogar schon in der nächsten Folge, das Ding hochzubringen. Oh, du Arschalter. Ich bin gerade an der Haltestelle vorbei. Wo bist denn du? So laut war das gar nicht. Ja, halt die Klappe. Das war auch doch. Und dann ohne Fahrkarte noch unterwegs. Ich hoffe, sie hat bei ihren Prüfungen heute gut abgeschnitten. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Warte mal. Ich wollte mich nicht neben dich setzen, sondern ich wollte eigentlich die Fahrkarte haben von dir. Hier, komm her. Wo hab ich denn? Ah, hier, bitte. Hier, bitte. Oh, ist noch einer. Ich verloren haben. Augen. Blick da, hier bitte. Wir sollten vierfacher Fahrkartenkontrolle machen. Hier sind die meisten Schwarzfahrer hier oben. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Achso, ja, schon. Du hast ja schon gezeigt. Und die andere dahinter. Du hast ja, was ja die mit der Musik. So. Suppi, suppi, suppi. So, kurz mal hier. Der kleine Zocker kommt. Wir fahren auf der falschen Seite. Nee, ich hole nur aus. Mein Bus braucht aber durchaus ein bisschen Wendeplatz. Ja.
Gut. Der Hof, der Sonnenleitnerhof. Ich glaube, da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon, oder? Dann müssen wir da nochmal weiter. Oh, das Ding, das weiß ich nicht. Ich hasse mittlerweile Sonnenstein. Das ist so schlimm mittlerweile. Das ist aber noch nicht unsere alte Stelle, ne? Das ist die 9. Boah, das war knapp. Alter, die geht nicht einfach so über die Straße jetzt. Ja klar, also wir wussten, wir haben also Haltestellen kann man einbauen. Allein gibt es halt richtig massig Geld. Eigentlich müsste ich eine Haltestelle einbauen, wo einfach mal alle drin sind und dann einen Bus setzen. Damit der richtig Asche macht. Ich weiß nicht, wie gesagt, ihr könnt gerne natürlich fragen, wie es möglich mit welcher Route hier habt ihr, was für eine Route habt ihr gebaut, wo ihr Geld bekommt pro Strecke. Aber ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, dass sich das leider gemacht hat, dass das richtig Geld bringt. Vielleicht machen wir das auch nochmal mit dem nächsten Bus. So, das gibt. Gibt es einen Zweitag? Reicht das schon für den Zweitag wieder? Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Das war gut. So, einfache Fahrkarte, Seniorenticket. Einfach, ja. Eine. Vielleicht machen wir das mit dem nächsten Bus tatsächlich sogar, dass wir einfach mal alles mit einnehmen, reinhauen. Ich hätte da auch nicht Geld gesehen, gelesen, dass das richtig Geld bringt. Seniorenticket, Tageskarte. So. Die ist jetzt nicht eingestiegen, hat eine Fahrkarte gekauft, ist wieder ausgestiegen, oder? Ist das richtig gesehen, oder? Why not? Vergiss es mit deiner Scheißkarre. Lauft! Da habe ich wohl, da wo es glatt, nicht glatt ist, könnt ihr rennen. So. Jetzt muss ich hier drehen oder was? Oh. Komm ich dann, glaube ich, jetzt hier wirklich jetzt drehen? Hier rein? Rückwärts? Ja, das könnte doch sowieso. Der Kälte. Kann ich da. Das ist schon assi. Alter, wie soll das auf die. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab das Schild nicht gesehen. Also ich bin zu weit dran. Ja, lass mich bitte mal raus. Irgendwann. Deswegen sage ich ja, ich hasse es dann schon, wenn dann müssen wir so ein Manöver bringen. Ey. So, jetzt müssen wir die halt zwei Haltestellen, die wir eigentlich gerade schon vorbei sind, wieder zurückfahren. Ach, ist egal, alles ist gut. Ich glaube, wir müssen danach sowieso noch einmal fahren, mindestens einmal fahren. Dann hätten wir also. Aber die sind doch jetzt hier direkt hintereinander. Ups, müssen wir aufpassen. Manchmal juckt die Nase und dann dabei die Abbeschuss. Oh, das ist ja schon. Ja, die sind direkt bei hintereinander da. Ich hätte es eigentlich tauschen müssen. Jetzt die 8 mit der 9 und der 10 oder 10, ja, 10, 9. So, da ist sogar ein Rollstuhlfahrer dabei. Ja, leider bringt sie noch nicht Geld. Noch nicht so viel Geld. Willst du jetzt mit oder willst du jetzt nicht mit? Ich wollte gerade sagen, du darfst mit. So, wir haben jetzt noch 6,5, fast 7 Minuten. Das heißt, ich kann aber eine Kontrolle machen. Warum fragen Sie mich nochmal? Weil ich das will. Und den Job da und die Berechtigung dafür. Und da ist noch einer. Ich hab. Ich hab. Hier.
Da haben bestimmt noch neue Leute dabei. Wir sind alle im Schiff eingestiegen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ist mir scheißegal. Ich kann doch nicht gucken, wer es ist. Du hast noch nicht. Hier ist sie. Jawohl. Und noch einer. Ich habe sie doch schon gezeigt. Okay. Du hast kontrolliert. Und ihr zwei habt auch schon. Ja? Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ja, alles ist gut. Ich kann mir nicht jedes Mal merken, wen ich schon kontrolliert habe, wen nicht. Aber es sind wieder 3-4 Stück gewesen. Also ich habe jetzt extrem... ist egal. Wir sind jetzt außerplanmäßig, weil wir einfach zu früh weg sind. Wir sind schon 4 Minuten zu früh weg, aber ist egal. Alles ist gut. Ich hätte jetzt noch die 6 Minuten stehen müssen, aber das wäre jetzt einfach auf Dauer zu langweilig gewesen. So, wie gesagt, Fakat nochmal kontrolliert. Nochmal weitere Schwarzfahrer geholt. Also wir haben extrem viele, muss ich sagen. Ja, auf jeden Schwarzfahrer gibt es ja 120.000. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir halt irgendwie so um die 3 Millionen rauskriegen. Dass wir jetzt Geld verdienen. Das ist der Gedanke dahinter. Leider gibt es keine. Schade, wäre es cool gewesen, wenn noch ein Bonus noch gewesen wäre. Wenn man gesagt hätte, okay, man kriegt eine Mission. Noch eine schließende Mission, aber man kriegt auch einen schönen Bonus. Das ein bisschen. Ja, das wird es ein bisschen vereinfachen. Aber ist halt einfach so jetzt gerade. Wir müssen heute weitermachen mit der Mission Shoppingtour. Wir sind, wie gesagt, die Shoppingtour ist natürlich klar, das ist richtig viel einfach. Weil es ja darum geht, heute ja, viel Geld einzunehmen, um halt wirklich neue Busse zu kaufen. Ich hoffe, dass wir es in der nächsten Folge tatsächlich angehen, dass wir nach und nach Sonderstein auf 4 fahren, dass wir dann die Mission unten abschließen. Und dann geht es halt wirklich nur darum, Geld zu verdienen. Alles andere ist dann erstmal unwichtig. Und ich weiß auch, ich werde wahrscheinlich die Elber-Route dann fahren, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Weil ich jetzt nicht die ganze Zeit, bis ich hier die Kohle zusammen am Sonnenstand fahre. Das ist auf Dauer ein bisschen sehr zermürbend. Ja, Pizza geht immer. Nee. Ja, ich würde, wie gesagt, mit dem nächsten Bus unsere Route bauen, wo wir einfach mal alle Haltestellen mit reinballern und dann versuchen wir damit da Geld zu scheffeln. Halt über die Zahltage, ne? Die soll ja auch richtig Geld generieren. Ich glaube auch nicht, dass das nur diese alte Haltestelle. Ich glaube, alle Routen zusammen. Die Busse machen ja auch Geld. Bringen ja auch Geld. So. So. Ich freue mich, dass der hier zu schnell ist, weil wir eigentlich auf. Das ist die letzte Haltestelle, ne? Ja. Dann hätten wir es geschafft, liebe Leute. Zumindest im ersten Mal. Wir werden sie wahrscheinlich noch ein, zwei Mal fahren müssen, um halt Geld zu scheffeln. Wir haben noch einen Rollstuhlfahrer dabei, ne? Auch schön sauber an die Haltestelle. Ja. So. Wird die Scheißrampe blockiert. So, wie viel kriegen wir denn auch zusammen? Wie haben wir denn überhaupt jetzt geholt an Fahrgästen? Nur so nebenbei gerade. 3 waren es allein hier nochmal. Wir haben 17.000 gemacht mit der Route. Genau, jede Haltestelle bringt Geld. Ja, okay, alles klar. So, ich muss jetzt gerade die Tür zumachen, weil ich muss mal ganz kurz das Stück davor fahren, weil da ist ja die Rampe, die ein bisschen blockiert wird. So, kann ich die jetzt schon rausmachen? Ja, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's auf hinten. Okay. Jetzt darf die mit der Rampe mit dem Rollstuhl noch raus. Zack. Und nicht nur die mit dem Rollstuhl, da sind noch einige andere damit hinterher gehüpft.
Gut. Sandstein. Sandstein. Hauptplatz. Ja, Sandstein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir hüpfen kurz zum Müllerplatz. Müllergasse, Müllergasse, Müllergasse. So, schnell reinsüpfen. So, mit dem Bus eben kurz. Was verarschen jetzt gerade? Wo ist denn da jetzt eine Haltestelle? Ist das so die einzige Haltestelle oder was? Da steht die jetzt da einfach so rum. Gut, in der nächsten Folge, liebe Leute, geht's dann weiter mit der Aufwertung von Sandstein auf Stufe 4. Die steht bestimmt jetzt auf der anderen Seite, ne? Ja, welche Überraschung. Ich liebe solche Leute. Oh Mann, oh Spiel. Ja, ich bin in ein Hindernis gefahren, da war nichts mehr. Achso, da ist ein. Ach, das ist ein Dings, ja. Okay, ich hab nichts gesagt. Geh weg mit deiner Scheißkarre da. Was macht man, wenn der Bus dreht? Richtig, man stellt sich instant daneben. Um den Leuten einfach nur auf die Eier zu gehen. Ich muss den Scheiß Bus drehen. So. Dann haben wir das soweit auch. Gut. Liebe Leute, in der nächsten Folge geht's dann weiter.